verziert gewesen, deswegen macht man das sehr sorgfältig, entweder mit Holz oder mit diesem Kunststofflöffeln. Als nächstes wird sie dann, das ist jetzt nicht eingegipst, aber mit Mullbinden umwickelt, damit sie nicht auseinanderfällt. Dann wird sie beschriftet, es kommt immer ein Nordpfeil drauf, dass man später, wenn man die im Labor untersucht, dass man weiß, in welche Richtung Norden war. Das könnte ja wichtig sein für die Anordnung des Inhaltes. Dann fasst man sie unten an und hofft, dass sie nicht auseinanderfällt. Und genau, die werden dann im Labor dann weiter ausgenommen. Hier, was ich vorhin schon mal andeutete, bei den kreisförmigen Steinkränzen war hier eine Urne im Zentrum. Wie gesagt, diese ganze Struktur hat auch für eine Urne. Sie erkennen übrigens hier am Rand nebenbei diese weißen Steine, die haben auch diesen Kalküberzug. Das wird dann auch noch untersucht, ob sich dabei auch um einen Anstrich handelt. Dann der größere Steinkranz, der hatte etwa 7 Meter Durchmesser. Der enthielt 2 Urnenbestattungen, jeweils unter diesen Sandsteinplatten. Und Sie erkennen hier am Rand, was ich noch gar nicht erwähnt habe, diese großen, man könnte fast sagen Hinkelsteine, große Stelen, große Steinblöcke, die offensichtlich früher aufrecht standen und das Grab noch zusätzlich markiert oder, wenn man so will, verziert haben, die wir an zahlreichen dieser Steinpflaster oder auch Steinkränze entdeckt haben. Hier dieser größte dieser Steinkränze, dieses Bild habe ich ja vorhin schon mal gezeigt, der hatte jetzt 10 Meter Durchmesser. Hier waren noch 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 von diesen Stelen vorhanden, die wir natürlich auch alle geborgen und mitgenommen haben. In der Mitte ein ovales Steinpflaster. Hier nochmal aus der Nähe betrachtet. Und interessanterweise verläuft auch ganz knapp neben diesem Weg, aber schneidet ihn nicht. Während wir hier eine Überschneidung haben mit diesem anderen Steinpflaster. Also dieser Steinkranz geht ja hier offensichtlich über den rüber. Das heißt, wahrscheinlich ist dieses hier älter und dieser Steinkranz jünger. Hier wieder in der Umzeichnung. Rot sind jetzt Keramikgefäße, das heißt die Urnen. Also dieses Grab scheint also das Hauptgrab von dem bisher freigelegten Friedhofsareal zu sein, enthielt 11 Urnen, eine 12. daneben. Das rote ist jeweils Keramik. An dieser dunkelblauen Farbe sehen Sie jeweils die kleinen Steine, die rings um diese Urnen als Schutz oder Ummantelung verlegt wurden. Und Sie erkennen, dass unter den anderen kleineren Steinpflastern auch jeweils Urnen sind, manchmal sogar nur von wenigen Steinen abgedeckt. Hier, das ist dasselbe, nur nachdem wir im Zentrum dann das Steinpflaster abgenommen haben. Da erkennen Sie hier oben eine Urne, hier eine, hier eine, hier eine und unter dem Stein war dann auch eine. Wie gesagt, ziemlich dicht beisammen. Die oben links aus der Ecke nochmal eine Nahaufnahme. Die war jetzt mit einer Deckschale abgedeckt, eine sogenannte Omphalos-Schale, also Omphalos, griechisch für Bauchnabel. So werden die bezeichnet, weil die im Boden so eine Delle haben, hier auch noch so ein kleines Zäpfchen am Rande. Und die ist jetzt, oder war, sagen wir mal lieber, wunderschön verziert mit Kammstrichen. Dieses Bild ist eigentlich das beste Bild, das wir von der haben, weil Sie sehen schon, wie brüchig in diesem Fall die Keramik ist. Wir haben also sehr unterschiedliche Erhaltungsbedingungen. Durch den wechselnden Grundwasserstand sind oft die sozusagen das Bindemittel aus der Keramik ausgewaschen bzw. vergangen, sodass die oft ganz blätterig oder krümelig sind. Und wenn man die dann später ausnimmt, hat man sehr wenig Freude dran. Hier sehen Sie mal, wie unterschiedlich das ausfallen kann. Also dieses tonnenförmige Gefäß mit dieser aufgesetzten Fingertupfenleiste, also Eindruck von Fingern, ist eigentlich sehr gut erhalten, während die daneben, diese etwas bauchige, Sie sehen schon, die fällt schon beim Zugucken eigentlich auseinander. Hier jetzt mal in Wünsdorf im Landesamt die Freilegung einer solchen Urne. Also wie gesagt, die war ja eingewickelt.
Jetzt wird die Schicht für Schicht, genau wie man draußen gräbt, gräbt man hier auch diese Urnen sozusagen mit einem ganz kleinen Löffelchen oder Holzstiel nach und nach aus. Dieses Weiße, was Sie sehen, sind die verbrannten Knochen des Bestatteten. Das Braune sind Reste von Metallbeigaben, in diesem Fall Eisen. Wir haben also insgesamt, muss ich mal auf meinen Zettel gucken, genau, wir haben insgesamt geborgen im Block, also so eingewickelt, 35 Urnen aus 34 Befunden. Die Steinpflaster waren insgesamt, runde Steinpflaster waren 14. 14 weitere Steinpflaster waren nur teilweise erhalten. Und drei, wie ich vorhin gezeigt habe, drei Steinkränze. Sodass wir insgesamt also 28 runde Steinpflaster oder Teile davon entdeckt haben. Drei Steinkränze und natürlich die erwähnten vier schiffsförmigen Steinpflaster. Und an Metallfunden, wir haben bisher in den 12 Urnen Metallfunde festgestellt. Ich zeige Ihnen, ich glaube, das kommt jetzt, genau. Ich zeige Ihnen mal eine, die bis jetzt noch nicht ausgenommen wurde, sondern gleich oben beim Anfang des Ausnehmens sah man hier dieses etwas rostige, diesen rostigen Metallgegenstand. Bei dem handelt es sich um eine Gürtelschnalle, beziehungsweise ein Gürtelhaken genau genommen. Ganz typisch für die Jastorf-Kultur, für die vorrömische Eisenzeit. Wir haben noch einen zweiten, der ist ganz dünn und flach. Dieser ist schon etwas größer. Sie sehen hier den 10 cm Maßstab. In dem Fall wurde hier mit der Freilegung erstmal aufgehört und dann wurde es zum Röntgen geschickt. Also rechts dieses etwas blasse ist das Röntgenbild. Da sehen Sie mit etwas Fantasie, sehen Sie hier drei Nietenknöpfe und Sie sehen, dass das Ding hier so nach hinten sich verjüngt. Sie erkennen aber auch darunter so gebogene Strukturen. Das sind wahrscheinlich Fibeln, das heißt so Gewandnadeln, die da drunter liegen. Wie gesagt, es wird jetzt erst noch vorsichtig weiter freigelegt. Das ist jetzt der heutige Zustand des Ganzen. Da können also noch einige Metallfunde mehr drinstecken. Sozusagen, das war jetzt der Stand der Dinge im Februar letzten Jahres. Also dieser ganze Bereich, den Sie gesehen haben, ist also komplett ausgegraben. Es fehlte uns eigentlich, hier sehen Sie diese zwei schiffsförmigen Steinpflaster, es fehlte uns eigentlich nur noch genau dieser Bereich, der noch nicht ausgegraben war. Und wie es der Zufall so wollte,